Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney, der Mann auf dem Dach. Die Wohnsiedlung Grüntal, in der Frau Natter lebte, war beeindruckend groß. Die Gebäude waren kreisförmig aneinander gebaut, sodass in der Mitte ein großer Platz entstand, der als Park fungierte. Da die Gebäude unterschiedlich hoch waren, wirkten sie aus der Ferne wie eine Treppe. Im Zentrum standen zwei Wohntürme und ganz außen dreistöckige Kleinhäuser. Frau Natter zeigte auf die Dächer. Das sind alles Flachdächer und weil die Häuser in diesem Treppenmuster gebaut wurden, kann man vom niedrigsten zum höchsten Dach klettern. Vor ein paar Jahren gab es eine Performance von einem Freeclimber. Der hat das in einem unglaublichen Tempo gemacht. Und danach ist er nicht mehr runtergekommen. Doch, aber jetzt ist da ein anderer auf dem Dach. Tagsüber sieht man ihn nicht, aber mitten in der Nacht schon. Sie sitzen mitten in der Nacht hier im Park und halten nach dem Mann auf dem Dach Ausschau. Ja, also ich habe Mühe mit meinem Schlafrhythmus. Lesen oder Fernsehen nützt nichts. Aber wenn ich einen Spaziergang nach Mitternacht mache, bin ich danach müde und kann schlafen. Dieser Spaziergänge haben Sie den Mann gesehen? Mehrmals. Ich habe die Hausverwaltung darüber informiert. Dann war eine Weile nichts mehr, aber gestern war er wieder auf dem Dach. Wie sieht der Mann aus? Ich habe ihn nur schemenhaft gesehen, wie ein Schatten. Dann könnte es auch eine Frau gewesen sein. Nein. Es waren die Bewegungen eines Mannes. Hat der Mann Sie gesehen? Das weiß ich nicht. Es war unheimlich. Ich habe mich hinter einem Baum versteckt. Wer klettert schon nachts auf einem Dach herum? Vielleicht ein Schlafwandler. Das ist gefährlich. Er könnte zu Tode stürzen. Was sagt die Hausverwaltung dazu? Ach, die nehmen mich nicht ernst. Sie fragten, ob ich den Mann fotografieren könne. Die halten mich für eine Spinnerin. Hat die Verwaltung Gründe, Sie für eine Spinnerin zu halten? Natürlich nicht. Gut, ich habe mich vor 2 Jahren darüber beschwert, dass aus dem Klo seltsame Geräusche kommen. Aber das war tatsächlich so. Es hat irgendwann aufgehört. Natürlich genau dann, als jemand von der Verwaltung vorbeikam und es sich anhören wollte. Was genau soll ich für Sie tun? Doch nicht einfach auf dem Dach herumklettern. Ich benötige einen glaubhaften Zeugen. Es gibt doch Kameras, die auch nachts fotografieren können. Ja, es gibt alles, aber alles kostet eine Menge Geld. Ach, es würde genügen, wenn Sie den Mann ebenfalls sehen. Dann sind wir zu zweit. Und Sie haben einen einwandfreien Ruf. Den haben Sie doch, oder? Das kommt darauf an, wen man fragt. Egal. Wir treffen uns heute Nacht um 1.13 Uhr hier im Park. 1.13 Uhr? Um diese Zeit habe ich ihn gestern gesehen. Ich war mir nicht sicher, ob ich den Fall annehmen sollte. Doch nach der letzten Erhöhung der Krankenkassenprämien konnte ich es mir nicht mehr leisten, Aufträge einfach so abzulehnen.